Wahrscheinlich in Florenz das Spannendste, was man machen kann, nämlich den Food Market. Guck mal, wie tolle Qualitäten hier ausgehen. Und da geht einem ja das Herz auf. Ja. Du musst mir die Fischtheke sehen, wie toll das aussieht. Spektakulär. Also für mich ist die italienische Küche eine der schönsten Küchen, die es gibt. Ob das in der Spitze oder auch in der Einfachheit, von der Raffinesse, von der Vielfalt. Es ist einfach wunderbar. Wir besuchen jetzt wahrscheinlich in Florenz das Spannendste, was man machen kann, nämlich den Food Market, der vor vielen Jahren umgebaut und neu konzipiert ist, wo die verschönsten, besten Anbieter von Fisch, Fleisch, Gemüse, Pasta und natürlich anderen Dingen wunderbar sich präsentieren. Und eine Spannende, da gibt es auch eine Kochschule, gibt es Weinverkostung. Und da muss man, wenn man nach Italien gefahren sein, hierher kommen und sich das mal angeschaut haben. Also gehen wir mal gucken. Ja? Ich finde es toll, dass man einen Mix gemacht hat aus Prosciutto, Käse, Fleischwaren. Daher geht es rüber zu Fisch. Da hinten gibt es eine große Form von einer Kochschule. Da gibt es Weindegustationen. Und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen durch und wir filmen das einfach mit. Guck mal, wie tolle Qualitäten hier ausgehen. Wie toll das hier gemacht wird, Leute. Das ist doch fantastisch, oder? Auch die Fleischqualität, die haben, was die für dieses Florentina-Steak machen. Eine große Spezialität, ein großes vergleichbares T-Bone-Steak. Und hier siehst du, wie die beste wird. Interessant auch Irland. Was eine Bombenqualität. Da hinten ist praktisch Piemonte. Da vorne ist Charolais aus Italien. Also sieht toll aus. Und da geht einem ja das Herz aus. Ja? Da muss man die Fischtheke sehen, wie toll das aussieht. Ganz tolle Rotisserie. Also da vorne machen die Chinesen selbst ihre italienische Pasta. Tolle Bücher, Kochbücher, die alle verkaufen, das kostet mehr als schon da sind. Und hier oben siehst du, sind solche Boxen, wo die Leute essen gehen. Und es geht einem doch wirklich das Herz auf, wenn man diese ganzen tollen Sachen sieht. Und vor allem die Köche mit den tollen Hüten. Sì, scusi. Grazie. 5 langostinos alla plancia. Allora, faccio 15, va bene. Ovviamente mi porta il pesce. This one, I take this one. The good one. Oh mein Gott, was Aguardo al Tasso. Mensch, den müssen wir eigentlich jetzt trinken. Okay, that's fine. Aguardo al Tasso? Thank you very much. Thank you. Natürlich trinke ich immer sehr gerne als Aperitif machen ein schönes Bier, vor allem ein lokales. Das hat was für die Süffigkeit zu tun, schmeckt hervorragend. Und manchmal ist es ja so, dass das Beste am Wein ist das Bier davor, das Bier danach. Das hören viele Gourmets nicht gerne, aber ich bin da sehr selbstbewusst, weil ich schon immer fand, dass ein gutes Bier, gut gezapft in einem schönen Glas, auch was unglaublich bekömmliches, leckeres und auch schöne Aromatik hat, wunderbar schmeckt. Und ich freue mich natürlich gleich auf die Langostinos. Und das ist natürlich hier schon eine Sensation, wenn man hier sieht, wie das toll das ist, wie die das hier gemacht haben. Also ich bin immer, wenn ich in Florenz bin, hier am Essen und es macht mir einen Riesenspaß. Sprechen Sie Deutsch? Ich bin in Italien und ich habe Deutsch gelernt hier vor 2 Jahren. Aber ich komme hier auch nicht zu studieren Deutsch, ich habe zu Design und Management of E-Commerce. Okay. Yeah. Und was machst du hier in dieser Aushilfe? Ja, ich arbeite hier, aber ich studiere zu Weekend. Ah. Ja. Das ist Italien. Hast du den Wein schon mal getrunken? Ja, das ist gut. Hast du den schon mal getrunken? Nein, nein. Hol dir mal ein Glas. Nein, no, ich kann nicht. Ich ein kleines Glas. Okay, da. Hier, nimm dir mal ein kleines Glas. Danke. Danke schön. Super.
Ich finde es zwei. Sehr gut. Salut. Salut, alla nos. Spektakulär. Das ist natürlich sehr lustig. Man spricht überall Deutsch. Always, if I come to Florence, I come to this hall. I love it. Yeah, the market is fantastic. It's a very nice place. It's a very common place. You know, people come here, you can stay, you can have a drink, you can have everything you want in only one place. You rent this restaurant? Is yes, I imagine. I try the best. I like this very much. I know. But will you want to take a glass of red wine? It's well, I'll pass. Yes, I cannot drink all of them. Please, we can share. There's no problem. I try just for make a little bit with you. You know this wine? Thank you. You know this wine? It's Borghese Superiore. Yeah. Wein kenne ich seit Jahren, die Noris dieses wunderbare Familienanwesen neu entwickelt haben. Hat damit zu tun, dass die Noris ja in Bolgheri seit vielen, vielen Jahrhunderten ansässig sind. Und in der Nachbarschaft ein guter Freund von ihnen ist, der Sassicaia produziert. Und der Bruder Ludovico hat damals, Anfang der 80er Jahre, Ornellaia entwickelt. Und Guado Altasso hat man seit einigen Jahren, und das ist auf einmal seit 20 Jahren, wieder komplett neu entwickelt und zu einem der besten Rotweine von Antinori gemacht. Und Guado Altasso ist dieses Wiesel des Wurz, wie man das so schön sagt. Oh, Paula. Es ist gerne immer vom Knochen ab, weil es eines der schönsten Fettstücke ist. Mmh, herrlich. Das ist das, was ich hier in diesem Land liebe, wie die Menschen stolz auf unsere Produkte sind. Und vor allem das Thema Organik, das Thema Ursprung, das Thema Geschmack eine ganz große Rolle spielt. Und das ist das, was er mir sofort erklärt hat, was mir sofort einleuchtet. Und er holt seine Produkte aus Apulien, bei Pulgheri. Und die Tomaten sind fantastisch. Und ich meine, es ist ja toll, dass er mit seinem Sohn so was Tolles aufsetzt. Ja? Und es ist, also, da lacht mein Herz. Ganz große Küche, gutes Brot, eine wahnsinnig tolle Tomate und Olivenöl. That's it. Huh? That's it. Herrlich. Ja, die vermarkten sich auch ganz schlau. Das ist das. Da können wir Deutschen viel lernen. Von uns. Is this your only restaurant or have you more restaurants? I have a restaurant in Apulia. Yeah? Yes, in Apulia. I will give you my brochure. We have an international cooking school, so we got people from all over the world. Okay. Because the school starts in the garden. Yeah. The school starts in the land where you can find all the nice products. I give you a small thank you. A wonderful wine, I think, is called Guado Altasso. It's not Guado Altasso. I know. Thank you. Salud. It's only thank you. Thank you for the information you got. Salud and suerte. Viva Italia.